Das Wolfenbüttler Opernhaus wurde nach einjähriger Bauzeit 1688 eingeweiht. Es war ein Herzensprojekt des Kunst- und Musikliebhabers Herzog Anton Ulrich zu Braunschweig und Lüneburg. Das Opernhaus lag westlich des Schlosses am äußeren Rand der Dampffestung, heute zwischen der Dr. Heinrich-Jasper-Straße und der Landesmusikakademie. Es bestand bis zum Jahr 1748, dann wurde es wegen Baufälligkeit abgerissen. Das Opernhaus war in Fachwerk ausgeführt und glich mit seinem Äußeren einer großen Scheune. Im Inneren entfaltete sich aber ein prächtiger Zuschauerraum, der über 4 Ränge und 63 Logen verfügte, die rund 450 Menschen Platz boten. Aber sehen Sie selbst.